Ich habe mindestens eine Stunde auf diese Fernsehtante angeredet. Am Ende hat sie sogar... Ja, dann erzähl mir das doch einfach morgen oder übermorgen. Lisa, wegen vorhin, das... Ja, ich habe einfach nur Besuch, also wenn du bitte... Ach so, wer denn? David, jemand, der mich schön findet. Einzigartig und authentisch. Wenn du jetzt bitte gehst, wir sehen uns morgen. Danke. Aber... Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe sucht nicht, Liebe kämpft nicht. Liebe will nicht, Liebe ist. Liebe soll nicht, Liebe fragt nicht. Liebe ist, so wie du bist, so wie du Schwein, das gibt's ja wohl gar nicht. Du Sau, du! Das ist ja... Das ist ja das Seidel. Eine geile Karat, der Seidel. Ich habe David Seidel eine Abfuhr erteilt. Nicht zum ersten Mal, aber vielleicht zum letzten Mal. Und mit einer Kälte und Routine, die ihn sicher in Angst und Schrecken versetzt hat. Der ist ganz schön in sich eingefallen. Ja, da muss er jetzt durch. Mhm. Aber vielleicht hätten wir nicht so viel Kuvertüre drüber kippen sollen. Ach so. Ja, das war gerade David. Ach, schon wieder? Ja. Was wollte er denn? Er wollte mir sagen, dass das TV-Porträt heute nicht ausgestrahlt wird. Ach. Wie hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Er hat wahrscheinlich die Journalistin zugetextet. Und warum ist er dann gleich wieder abgehauen? Weil ich ihm die volle Breitseite gegeben habe. So, und nun kommen wir dazu, dass wir ganz gemütlich unseren Kuchen essen. Ja, den Matsch. Ist doch ganz egal, wie er ausschaut. Hauptsache, er schmeckt. Ja, da haben Sie recht. Bing. Oh Mensch, habe ich gestern frisch aus der Reinigung geholt. Wie fix der von 0 auf 100 ist. Ach, so fix, wie der Seidelbengel morgen die Rechnung von der Reinigung auf seinem Tisch hat. Helga, so eine Karne, die muss man treten, verstehst du? Treten. Hast du mein Taschentuch? Ja, hier. Du, da stecken Motoren drin. Da haben hunderte von Leuten jahrelang dran getüftelt. Die sind in 3 Sekunden von 0 auf 100, Helga. Aha. Na ja, mein Freund. Da würde sich bei dir aber einiges zusammenfressen. Wie meinst du das jetzt, Helga? Ja, so wie du in letzter Zeit auf der faulen Haut rumliegst, das setzt an. Ich schaffe ja auch eine Menge weg, da kann ich auch mal müde sein, nicht? Ich habe da aber auch schon eine Idee, wie ich dich wieder auf Vordermann kriege. Du, ich habe mir morgen extra vormittags freigenommen. Sag, so ein kleines Kuschelfrühstück, Mäuschen, und dann so von 0 auf 100. Das könnte dir so passen, ja. Nee, das ist was, wo du mit ganz großer Sicherheit wieder in Schwung kommst. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Was machst du denn hier? Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Was für Stäbe? Was macht wohl der alte Panther, wenn er am Ende doch seinen Käfig verlässt? Witterung aufnehmen, ein neues Ziel suchen. Eine neue Aufgabe, für die es sich zu leben lohnt. Na dann komm mal her, du Panther. Guck mal. Hier ist dein Körbchen. Und hopp. Hinein. Mode. Ein paar Fäden, ein Muster, jede Menge Banalität. Heute hip und morgen schon vergessen. Was ist die Ewigkeit, Inka? Die Aufforderung an das Schicksal, die Schönheit zu erreichen. Möchtest du ein Teechen? Morgen bin ich wieder am Start, Inka. Hugo Haas, du bist echt eine Nummer. Ja. Die 1. Gold und so hoch wie der Fernsehturm. Ja,
Da ist er wieder, unser Hugo. Hm? Der hat mich total eingeholt. Meine Eltern. Wirklich. Hallo. Oh. Hi. Was machen Sie denn hier? Ja, Frau Plensk, also, wir wollen jetzt bestimmt alleine sein. Nee, wir haben gerne mal was Neues auf dem Sofa sitzen. Ja, dann komme ich dafür doch noch mal extra wieder. Gute Nacht, Herr Kowalski. Na. Hätten wir heute doch ins Kino gehen sollen? Nein, wieso denn? Schnattchen, was ist denn das? Hat Herr Kowalski gebacken. Hier, probier mal. Sag mal, Schnattchen, kannst du dir nicht mal einen Mann mit anständigen Hobbys anlachen? Hm? Kuchen backen, Eier anmalen. Das ist doch auch wieder so ein Weichei, der polnische Boxer. Ach, du lass sie doch. Und der Seidel, was hat der hier gemacht? Auch mitgebacken? Nee, wieso? Nee, dem hat es sich ausgebacken. Der hat mich total vollgespritzt mit seinem Auto hier. Alles. Oh, das tut mir leid. Bernd. Ja? Kommst du? Nacht, Lisa. Gute Nacht. Ja. Nacht, Schnattchen. Oder war es ein Fehler, David abzuweisen? Ich bin doch nicht Kolumbus. Am Ende hockt man plötzlich in Amerika, obwohl man nach Indien wollte. Rocco würde sagen, sei spontan und segle einfach los. Und er würde bestimmt sagen, warum muss es unbedingt Indien sein? Nur wenn man dahin wollte, als man losgeschippert ist. Da draußen wartet so viel Aufregendes, dass es zu entdecken gibt. Oh Mann, Rocco. Rocco umarmt die Welt mit beiden Händen. Und eigentlich ist das toll. Nur irgendwann will er auch mich umarmen. Immerhin fast ist es schon so, als würden wir zusammen gehen. Wo ich bin, ist auch Rocco. Puh. Obwohl ich ihn darum gebeten habe. Aber eigentlich war es doch auch ein schönes Gefühl, dass er für mich da war. Warm und gut und schön. Und wie er mich angeguckt hat. Mit diesen Augen. Ja, mit was denn auch sonst. So hat mich noch nie ein Mann angesehen. Kein Zweifel, er will mich. Lisa Plenske aus Göberitz, das Original. David merkt hingegen nicht mal, wenn er auf meinen Gefühlen herumtrampelt. Ja, hinterher kommt wieder die zerknirschte Dackelnummer. Aber auf die Tour bin ich schon viel zu oft reingefallen. Ja, genau. Ich will gar nicht mehr nach Indien. Ich will nach Amerika. David Seidel, jetzt ist für alle mal Schluss. Ahoi, wohin auch immer. Man muss hier eigentlich ständig irgendwas rumliegen. Das ist ja wie bei Plansky, bei Hempels unter dem Sofa. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen, mein Schatz. Ich wüsste nicht, was an diesem Morgen schön sein sollte. Na klar, du siehst nur das Schlechte. Aber an so einem Frühlingsmorgen nicht das Schöne zu erkennen, dazu gehört schon eine Portion männlichen Missmuts. Na und? Ist kein Kaffee mehr da? Nein, aber ganz frisch gebackene Croissants, bitte sehr. Könntest du vielleicht eine Sekunde nicht so gut gelaunt sein, nur bis ich weg bin? Ich war lange genug schlecht gelaunt. Ja, das kann man wohl sagen. Also wirklich, sag mal, du suchst ja tatsächlich Streit. Und ich werde ihn auch finden. Come on, let's go. Come on, let's go. Hugo, dein Markenzeichen waren in meiner Viren viele französische Floskeln. Erinnerst du dich? No. Egal, Sache, du bist wieder da. Hm. Sind die Berichte unserer Trendscouts aus Japan schon da? Ja, sicher, bitte. Schillernde Stoffe, florale Prints, asymmetrische und schräge Schnitte. Mal, dafür bezahlen wir Geld. Das hätte man meinen Friseur auch flüstern können. Möchtest du Tee oder Kaffee? So, wir sitzen hier und schlürfen gemütlich Tee und die Damen laufen nächste Saison nackt herum, oder wie? Wo steckt denn schon wieder Hannah? Zum dritten Mal in Amsterdam. Okay, und die Stoffmuster aus Florenz? Aus Mailand. Sie sind im Stofflager. Soll ich sie holen? Du bleibst hier, bitte. Ich brauche dich. Wofür? Als Peilung. Und du musst dir nur schon wieder meinen... Thanks. Na, wie läuft's? Everything's cool, Sister.
Entschuldigung. Lisa, wusstest du, dass 80% aller Gewalttaten gegen Frauen im familiär-freundschaftlichen Nahbereich stattfinden? Quatsch nicht, kneif mich. Ja, ich habe David aus meinem Herzen verbannt. Ja, ungefähr genauso oft, wie die Penner mit den Hunden aus dem Bahnhof Zoo geworfen wurden. Nein, mir geht es wirklich einfach Spitzenklasse. Sag mal, wusstest du eigentlich, dass die Rückfallrate bei Liebeskranken etwa 10-mal so hoch ist wie bei Rauchern? Hast du ein statistisches Jahrbuch heute Morgen gefrühstückt? Nein, aber ich versuche dem Phänomen Lisa erzählt Jürgen, es ist aus mit David, eine neue Farbe abzugewinnen. Jetzt guck mich doch mal bitte an. Das muss ich nicht. Er führt mich nie wieder in das Licht, dieser arrogante, hinterhältige Typ. Der kann mir mal den Buckel runterrutschen. 2 Euro bitte. Jürgen, ich habe wirklich einen romantischen Abend mit Rocco verbracht. Habt ihr über David geredet? Entschuldigung. Nein, wir haben Kuchen gegessen. Ihr habt Kuchen gegessen? Ja, mit Schokoladensauce. Und weißt du was, mir ist etwas klar geworden. Mir ist klar geworden, dass ich Rocco Kowalski einen Platz in meinem Herzen geben werde. Mhm. Und weiß er das auch? Ich meine, oder muss der jetzt wieder ein Jahr lang rumrätseln wie David damals? Jürgen, bitte. Nein, jetzt werd mal konkret. Ein Ersatzspieler braucht klare Ansagen, sonst spielt er eventuell aufs eigene Tor. Rocco Kowalski ist kein Ersatzspieler. Weißt du, zwischen ihm und mir, da ist sowas wie ein Gummiband. Egal, was ich denke, er weiß es immer schon vorher. Kennst du sowas? Na, das hast du von David auch schon gesagt, mindestens 600 Mal, wenn man dieses eine Mal mitzählt. Und du meintest, es sei Telepathie. Und? Ja, neuer Mann, neues Gummiband. Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute. Danke. 95 Grad? Helga, die Spinnen, die finden. Die wollen uns kochen. Das ist trockene Wärme, die ist gesund. Ja, für Elche vielleicht. Also manchmal könnte ich auf die Idee kommen, dass ich ein Weichei geheiratet habe. Du kannst aber einem manchmal auch Angst machen, weißt du das? Musst du jeden Gutschein einlösen, den man dir hinterherwirft? Weil es doch nur mal umsonst ist. Ich hatte auch eine Alternative, die wäre auch umsonst gewesen. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Wenn dir die Finnische zu heiß ist, na ja, dann gehen wir eben ins Dampfbad. Da kriege ich erst recht keine Luft. Danach fühlst du dich wie ein neuer Mensch. Ich will aber kein neuer Mensch werden. Das entscheide immer noch ich. Komm. Ich hatte einfach die überzeugenden Argumente. Ja, wirklich? Welche? Meine. Ach ja. Ja, das sollen ja auch immer die Besten sein. Jedenfalls hat sie ihre Meinung von dir gründlich revidiert. Musste sie dafür von vertikal auf horizontal umschalten? Du bist wirklich geschmacklos, Sophie. Und du ein Schaumschläger. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Am Ende hat sie mir versprochen, in Kürze die wahre Geschichte von Lisa Plenske zu senden. Werde ich auch gefragt oder machst du den Text? Nee, ich habe dich so von dir begeistert, die will jetzt wirklich wissen, wer du bist. Da wird sie ja die nächsten Jahre sehr gut zu tun haben. Ja, ja, genau. Und jetzt lassen wir bitte dieses leidige Thema und kommen zu den wichtigen Punkten. Lisa, ich habe echt für dich gekämpft. Richtig. Danke, David. Ja, dann nimm dir doch einen Tag frei. Die Winterkollektion, wie ich schon gesagt habe, war die übergroße Sorge, was die Kollektion betrifft, unbegründet. Herr Haas hat wieder mit der Arbeit begonnen. Ja, er ist noch nicht ganz einsatzfähig, aber wir können wieder mit ihm rechnen. Was für ein Chaos. Dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Leg's bitte woanders hin, Britta, ja? Ich war eben bei Hugo. Und weißt du, wie er mich genannt hat? Je größer die Beleidigung, desto mehr ist er wieder ganz der Alte. Der hat Britta zu mir gesagt. Mach keinen Elefanten draus. Also, ich find's gruselig. Kannst du mir die Stoffproben bringen? Ich geh heute nicht mehr rein. Kein Problem, ich kümmere mich um Hugo. Ja, der Ernste. Ich weiß genau, wie es ihm geht. Als ich damals Klaus verloren habe. So. Keiner da. Lecker. Ist der von deiner Mutter? Nein, den hat Kowalski gestern bei mir gebacken. Uah. Entschuldigung, aber der ist wirklich knochentrocken. Also manche sagen matschig oder halt eben trocken. Ja. Findet ihr nicht, wir sollten was anderes diskutieren als über die Beschaffenheit von Marmorkuchen? Ja, genau. Herr Kowalski, haben Sie denn schon Herrn Haas mit Ihren Ideen erfreuen können? Bis vor einer Woche ist es noch mit Spinnereien belästigt.
Nee, ehrlich gesagt habe ich mir noch gar nichts ausgedacht. Ich dachte, Herr Haas hat inzwischen... Was? Nein, im Ernst. Nur Lea. Herr Kubatski, sie kann manchmal echt witzig sein. Also wenn ich lustig sein will, dann lacht sie nicht. Und wenn ich es ernst meine, dann schmeißt sie sich weg. Tut mir leid, Herr Gamäuschen, ich kann da einfach nicht rein. Ich bin eben kein Finne. Ja, und in letzter Zeit, da bist du auch immer so müde. Und bei jeder kleinen Anstrengung, da hechelst du so. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal gründlich durchchecken lassen? Was soll das jetzt? Damit ich den Quacksalberkindern auch noch einen Pilotenschein bezahle. Hm? Wann? Ist schon ein paar Jahre her. Da wird's aber höchste Zeit. In deinem Alter, da solltest du mindestens einmal im halben Jahr eine Komplettcheckung machen lassen. Was soll denn das jetzt heißen? In deinem Alter. Bärchen. Das ist wie bei so einem Rennwagen. Also den Motoren da drin. Die müssen ja auch hin und wieder mal durchgepustet werden und geschmiert, damit sie ganz lange laufen. Und ich will ja, dass du auch ganz, ganz, ganz lange läufst. Echt? Na gut, Mäuschen. Ja? Isa, darf ich kurz reinkommen? Kurz, ja. Isa, wir müssen reden. Ich hatte diese Spannung einfach nicht mehr aus zwischen uns. Schon wieder dieser Blick. Aber es hat sich ausgedackelt, Herr Seidel. Spannung? Ich mag nichts. Ich weiß, dass ich dich total verletzt habe, aber ich... Du hast es total missverstanden. Aber sicher. Genau wie Columbus mit seinem Indien-Tick. Aber jetzt bin ich auf hoher See und da brauche ich keinen mehr, der an meinem Ruder rumprokelt. Was soll ich denn noch tun? Ich habe mich bei dir entschuldigt und alles wieder gut gemacht. Eben. Und deshalb ist auch alles geklärt. Aber... Ich muss doch gerade überprüfen, wann Herr Haas das Konzept für die Winterkollektion vorlegen muss. Um ehrlich zu sein, interessiert mich das im Moment überhaupt nicht. Auf einmal? Was ist denn das für eine Arbeitseinstellung? Lisa, bitte. Das glaube ich ja nicht. Ja. Danke, David, dass du Frau Stemmler dazu gebracht hast, dass sie das Porträt nicht bringt. So, das war's dann also wieder. Ab an die Arbeit. Oder hast du noch irgendetwas anderes auf dem Herzen? Also wenn es im Moment einfach nicht geht, du kannst ja nichts erzwingen, dann gönn dir eben noch ein bisschen Ruhe. Es gibt überhaupt keinen Druck. Kaum. Fast nicht. Also wie wär's, wenn du deine Koffer packst und dich irgendwo mal so richtig gehen lässt? Also ich meine jetzt, also es dir gut gehen lässt. Ibiza zum Beispiel ist der Hammer. Ja, oder Mallorca. Da blühen jetzt die Mandelbäume und Oliven sind da und Zitronen und die ganze, die... Ja. Und eine endlose Karawane schlecht gekleideter fetter Leiber wälzt sich johlend durch die Gassen. Ein Albtraum. Ach Quatsch. Da kommst du auf andere Gedanken. Und selbst wenn. Irgendwann mal muss ich ja doch wieder zurück. Und dann? Bist du gut erholt und legst los. Ritter wird nie wieder lebendig. Ja, so ist es, Hugo. Und das musst du jetzt langsam mal akzeptieren. Das kann ich aber nicht. Und deshalb brauche ich Hilfe. Von einem Spezialisten. Alleine schaffe ich das nicht. Ich will nicht mehr nach Indien. Ich will jetzt offen sein für Amerika. Ach, Lisa, du hast doch jeden Tag einen anderen Spleen. David war vorhin bei mir. Und hat er wieder seinen unwiderstehlichen Blick? Ja, und? Ich bin stark geblieben. Super, Lisa. Ja, und es war sogar noch viel, viel besser, weil ich war ganz gelassen. Mir ist nämlich plötzlich was klar geworden. Ich hoffe, das ist ganz einfach und schnell zu erklären. Er wird mich immer nur als gute Freundin sehen. Egal, was ich mache. Er wird mich niemals lieben. Na, da hat sich's ausgewitzelt, was? Und weißt du auch, warum ich das jetzt so sehen kann? Weil ich jetzt Rocco habe. Lisa, sag mal bitte, weiß Rocco, dass du ihn hast? Naja, ich habe es ihm jetzt noch nicht so genau gesagt, aber ich glaube schon, dass er sich darüber freuen wird. Und David? Oh, jetzt hat sie ihn sich endlich abgeschminkt und ich, Idiot, frag nach. Ich bin ein echter Maso. Ach, weißt du,
Wahrscheinlich hat er noch nicht mal gemerkt, dass sich irgendetwas verändert hat. Aber er wird es schon noch mitbekommen. Irgendwann. Hallo, mein Schatz. Wegen heute Morgen. Es tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Und bei meiner üblen Laune in der letzten Zeit... Ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Alle Menschen, die mir etwas bedeuten, stoße ich vor den Kopf. Dabei will ich das gar nicht. Ich weiß. Aber so eine Trennung, die tut einfach unglaublich weh. Und mir fehlt Marielle auch. Es geht nicht um Marielle. Es geht um Lisa. Frau Plenske. Und was ist mit Frau Plenske? Du und Frau Plenske? Ich habe mehr Gefühle für sie, als ich mir je hätte vorstellen können.